wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass uns der Forst hier auf jeden Fall weg haben möchte. Hallo, freuen wir uns mal bitte, jemand mitzuarbeiten. Der Forst ist ja das Absurde. Der Forst, der ja eigentlich den Wald schützen soll und den Wald unterhalten soll, will den Wald roden lassen und will uns dafür hier weg haben. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und das passiert unter einem grünen Umweltministerium. Wir sind aktuell rodungsbedroht. Das heißt, die Behörden möchten uns hier weg haben, um diesen Wald abholzen zu können. Und heute war der Sachsenforst da und hat versucht, Barrikaden zu räumen. Okay. Die haben immer wieder angekündigt, dass sie die Barrikaden auf dem Hauptweg räumen wollen. Und es hieß aber eigentlich, dass unsere Sammlungsfläche unangetastet bleibt. Wir haben versucht, die Bannerstände quasi zu verteidigen, indem wir eine Traverse drüber, also ein gespanntes Seil über die Barrikade gespannt haben, wo ein Mensch drinnen hang in dem Seil quasi. Und der Baggerfahrer ist trotz mehrfacher Aufforderung mit dem Bagger quasi fast in das Seil reingefahren, beziehungsweise ist in das Seil reingefahren. Halt stopp! Das Seil ist an den dran! Halt hier! Halt stopp! In den Seil rein! Halt runter! Das ist eine sehr lebensgefährliche Situation. Das ist ein nicht allzu dickes Seil. Also es hält normalerweise Belastung von Menschen locker aus. Wenn das aber mit gespannt ist, kann es sehr, sehr schnell reißen. Das war halt total lebensgefährlich. Was gut war, sie sind erstmal wieder abgezogen. Haben nicht die Barrikaden geräumt. Wir haben es quasi verhindert, indem wir da waren. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg ist. Das sieht eigentlich ganz fresh aus. Ich frage mich, ob der Sachsenforst unscheinend Spaß daran hat, wie viele Kostüme wir haben. Diese Tagebau gehört der KPO. KPO ist Kieswerter Ockendorfer Griller. Und der wiederum gehört einem baden-württembergischen Adelsgeschlecht, das den sehr billig nach der Wende gekauft hat. Das KPO plant hier einen Kiestagebau, den zu erweitern, Durchschnitt 1. Wir sind gerade auf einer Fläche, die dafür gerodet werden soll. Hier ist ein wunderschöner Wald, hier sind richtig viele schützenswerte Tiere und richtig viel lebenswerter Naturraum, der hier zerstört werden soll. Unser Ziel ist es, diesen Wald hier zu erhalten und dafür ist es unser Ziel, mit zivilen Ungehorsam auf den Bäumen zu sein und mit Baumhäusern, die hier überall sind, diesen Wald zu verteidigen. Nicht zu hoch gehst mit der Brustraupe, weil die eigentlich zu lang ist. Aber wenn du nicht zu hoch gehst, okay. Okay. Ich habe mich schon richtig gewundert, wessen Gurt ich jetzt genommen habe. Es ist so, dass wir seit Jahren sehen, dass immer mehr umweltschädliche Projekte gestartet werden, dass Natur für kapitalistische Interessen enteignet wird quasi und zerstört wird. Deswegen ist es wichtig zu kämpfen und das zu erhalten und diesen Freiraum, den wir hier auch geschaffen haben, zu erhalten. Das kann Repression nicht zerstören.